Ahoi, ihr Lieben. Heute geht es mal um ein Thema, das besonders interessant ist für diejenigen von euch, die eine erste Kreuzfahrt planen oder aber diejenigen von euch, die bisher immer in einer Innen- oder Außenkabine unterwegs waren. Und zwar geht es mal um die Frage, was sind eigentlich die Vorteile und die Nachteile von Balkonkabinen, also Gründe dafür und Gründe dagegen. Ja, Balkonkabinen sind ja auf den aktuellen Kreuzfahrtschiffen der häufigste Kabinentyp, also davon gibt es am meisten. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Erster Grund dafür, man hat seine Ruhe. Es ist natürlich so, auf einem Kreuzfahrtschiff im Massenmarkt, wenn man so will, das sind riesige Schiffe, wenn ich dort in den öffentlichen Bereichen bin, wenn ich dort liege beispielsweise, es ist schon ein gewisser Trubel, das kann man nicht von der Hand weisen. Und ja, der Balkon, der bietet mir dann doch schon so ein bisschen Ruhe und Abgeschiedenheit, ja. Und auch eine gewisse Privatsphäre durchaus auch, wobei ich natürlich immer dran denken muss, das ist natürlich in der Regel alles gläsern. So, wenn ich im Hafen liege und der Balkon geht zum Hafen hin, dann bin ich natürlich zu sehen da auf dem Balkon, ne? Also Stichwort Privatsphäre, also muss man sich genau überlegen, mit welcher Kleidung oder ob ohne Kleidung man da auf dem Balkon geht. So, dann zweiter Grund dafür, ja, eine Binsenweisheit, es gibt viel frische Luft. Und zwar ist es ja so, in der Innenkabine habe ich nur die Klimaanlage, in der Außenkabine ganz genauso. Es gibt für gewöhnlich keine Schiffe mit Außenkabine, wo ich nicht rausgehen kann, wo ich dann ein Fenster öffnen kann, sondern da habe ich auch die Klimaanlage. Und es ist halt anders bei Balkonkabinen. Da kann ich die Tür aufmachen, kann rausgehen, bin sofort an der frischen Luft. Manche lieben das dann nachts auch mit offener Tür zu schlafen. Da sollte man allerdings darauf achten, dass man die Klimaanlage auch abschalten kann. Auf manchen Schiffen geht das. Dann ist im Grunde so viel nicht dagegen zu sagen, die Tür offen zu lassen. Ja, aber dann mit dem Rauschen und so, viele von euch, weiß ich, finden das ganz angenehm. Dritter Grund dafür, es gibt den größten Blick nach draußen, wenn man so will. Wenn ich so eine Außenkabine habe mit einem Fenster, dann ist ja die Glasfläche ein bisschen beschränkt, was ich da sehen kann. Bei einer Balkonkabine, ja, da habe ich natürlich bodentiefe Fenster oder Schiebetüren vielmehr. Und ja, dann habe ich die Glasbrüstung am Balkon. Und da habe ich insgesamt dann einen sehr, sehr schönen Blick nach draußen und kann sehen, was gerade passiert. Besonders in Fahrtgebieten natürlich interessant, wie den Fjorden von Norwegen zum Beispiel, wo auch wirklich viel draußen passiert. Vierter Grund dafür, die Highlights der Fahrt lassen sich am besten beobachten. Was sind das für Highlights? Ja gut, das können dann so Anlegemanöver sein oder Ablegemanöver beispielsweise. Also da ist es schon optimal, wenn ich dann auf meinem Balkon bin, das Ganze genießen kann. Da muss ich mich also nicht ja, in die öffentlichen Bereiche begeben, wenn ich da keine Lust drauf habe. Bei manchen Schiffen ist es dann so, dass ich dann sogar mir noch Getränke oder Essen auf dem Balkon bestellen kann. Ja, und das klingt ja dann eigentlich so ganz gut, kann man sich ganz gut vorstellen dann, ne? Und dann fünftens, interessant für Raucher. Raucher haben keinen weiten Weg, wenn sie einen Balkon haben, zumindest wenn sie AIDA oder Mein Schiff gebucht haben. Das sind nämlich Reedereien, wo ich auf dem Balkon rauchen darf. International ist es sehr unüblich, da ist Rauchen auf dem Balkon verboten. Ja, also Raucher haben keinen weiten Weg. Auf der anderen Seite ist das fast ein Nachteil dann mit dem Rauchen für diejenigen, die eine Balkonkabine haben bei AIDA Mein Schiff. Wenn sie nicht Raucher sind, wenn der Nachbar raucht, kriege ich möglicherweise was ab. Natürlich nicht so toll. Argumente dagegen. Erstens, Balkonkabinen sind teurer. Nicht so überraschend, Innenkabinen sind die günstigsten, dann kommen die Außenkabinen, ja, und Balkonkabinen sind da ein bisschen teurer, meistens aber heute durchaus bezahlbar, weil moderne Schiffe eben sehr viele Balkonkabinen haben. Es gibt aber auch ein bisschen ältere Kreuzfahrtschiffe, die haben nur wenige Balkonkabinen möglicherweise und diese wenigen, die sind dann meistens überdurchschnittlich teuer. Ja, also das schon mal merken für den Hinterkopf. Zweitens, ich schlafe ja gerne im Dunkeln, ihr wisst das, Balkonkabinen lassen sich manchmal schlecht verdunkeln, weil ich halt nun viel Glasfläche habe. Und wenn ich viel Glasfläche habe, brauche ich auch viel Vorhang und so. Und das ist nicht immer optimal. Also da kommt tendenziell ein bisschen mehr Licht rein. Ja, anders jetzt als bei einer Außenkabine, wo ich jetzt vielleicht nur ein Fenster oder so habe. Das lässt sich leichter verdunkeln. Dritter Grund dagegen. Mit den meisten Balkonkabinen legt man sich auf eine Seite fest. Man ist also rechts Steuerbord oder links Backbord. Und wenn man nun rechts anlegt, Steuerbord, und die Kabine ist Backbord, dann sehe ich da natürlich nichts. Oder dann sehe ich die andere Seite, aber da ist nicht spannend. Im Grunde bräuchte man je eine Kabine auf der Steuerbordseite und auf der Backbordseite. Das wäre das Optimale. Das geht natürlich nicht. Ja, also das ist so ein bisschen so die Einschränkung. Man muss sich festlegen auf eine Seite.
Und ich weiß gar nicht, ob ein Steuerbord immer im Verhältnis besser ist als Backbord, aber kommt ein bisschen auch drauf an. Manche wollen ja auch ihre Ruhe haben oder wollen das Land gar nicht sehen oder dann ist in einem Hafen der Blick auf der anderen Seite mal besser, auch wenn man gar nicht direkt dann auf der Seite an der Pier liegt oder so. Also da ist ja sehr viel vorstellbar. Was es natürlich aber auch gibt, sind Heckkabinen bei vielen Schiffen. So, da habe ich das Beste sozusagen von Steuerbord und Backbord in einem möglicherweise. Dann, ja, Nachteil auch, oder was man auch sagen kann, ein Argument sicherlich dagegen, die Aufenthaltsqualität ist jetzt sicher nicht immer so extrem hoch, wie man sich das vielleicht vorher vorstellt. Natürlich sind grundsätzlich so diese Standardkabinen auf Schiffen im Massenmarkt nicht so ganz schrecklich groß. Ja, also da haben wir meistens so vielleicht 17 Quadratmeter und dann nochmal 2,5 Quadratmeter für den Balkon oder so. Die Größenordnung ist jetzt nicht so wie in einem Hotel an Land, wie ich jetzt hier, wo ich jetzt hier gerade bin, wo allein der Balkon fast so groß ist hier wie sonst eine ganze Balkonkabine. Ja, also, und dann ist es auch so, oft ist es so ein bisschen so, was das Mobiliar angeht, dass ich da ein bisschen eingeschränkt bin, was ich da habe. Da habe ich dann oft nur einen Stuhl oder einen Stuhl mit einer verstellbaren Rückenlehne, Sonnenliegen, die man sich ja da vielleicht wünschen würde, die passen da meistens gar nicht drauf. Wenn ich mal einen größeren Balkon habe, gerade bei Schiffen im Massenmarkt, normale Balkonkabine, ist meistens aber auch keine Balkonliege, keine Sonnenliege da, sondern nur so ein Stuhl mit verstellbarer Rückenlehne oder so. Also das nur so am Rande. Ja, und in der Regel, Grund Nummer 5 dagegen, in der Regel gibt es keine Abschirmung zum Nachbarn. Also klar, ich habe irgendwie eine dünne Wand, so, aber wenn sich daneben an jemand unterhält, das höre ich alles. Ist dann gut, wenn es eine andere Sprache ist, dann stört es einen vielleicht nicht so sehr, aber ja, generell ist das schon so. Das ist natürlich ein Haken und klar, die Rauchergeschichte, wenn jemand nebenan raucht, ich habe es schon gesagt, zieht das natürlich möglicherweise auch rüber und das ist dann auch nicht so optimal. Ja, wenn ich noch Gründe vergessen habe, lasst es mich gerne wissen, dafür oder dagegen, egal. Und ja, lasst es mich auch gerne mal wissen, seid ihr so Balkonkabinenteam sozusagen? Also sagt ihr, Kreuzfahrt niemals ohne Balkonkabine? Schreibt es in die Kommentare und ach ja, Daumen nach oben wäre auch noch super. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.